In diesem Video zeige ich dir, wie du mit dem Online-Tool Trezor One eine Watchlist für Wertpapiere, also Aktien und ETF, anlegen kannst. In der kostenlosen Basisversion kannst du eine Watchlist anlegen, in der Plus-Version 5 Watchlists und in der Version Investor bis zu 15 Watchlists. Um eine Watchlist anzulegen, klickst du links im Menü auf den Menüpunkt Watchlists. Hier kannst du deiner Watchlist einen Namen vergeben und eine Beschreibung. Wenn du die Checkbox bei Öffentlich setzt, kannst du deine Watchlist mit anderen Usern teilen. Klicke auf Speichern, um die Watchlist zu speichern. Um ein Wertpapier hinzuzufügen, klickst du einfach auf Plus Wertpapier hinzufügen, suchst nach dem Wertpapier, hier zum Beispiel Tesla, und wählst die betreffende Aktie aus. Damit haben wir jetzt Tesla zu meiner Watchlist hinzugefügt. Gleiches Prozedere, wenn du ein weiteres Wertpapier hinzufügen willst, einfach auf Plus Wertpapier hinzufügen klicken, nach dem Wertpapier suchen, hier zum Beispiel Amazon, und mit Klick auf die betreffende Zeile ist die Aktie in diesem Fall in meine Watchlist hinzugefügt. In der Grafik hier sehe ich die Performance-Entwicklung der Aktie in meiner Watchlist. Oben rechts kann ich den Zeitraum auswählen. Details zu einer Aktie sehe ich, indem ich einfach auf die Artikelzeile klicke. Hier sehe ich nun zum einen die Kursentwicklung der Aktie. Auch hier kann ich hier oben den Zeitraum eingrenzen. Ich sehe links einige Angaben zu den Stammdaten der Aktie, finde einen Link zu der Webseite und hier im Bereich rechts sehe ich Kommentare von anderen Usern zu dem Wertpapier. Wenn du die Kommentare nicht siehst, musst du dich einmalig in die Community einloggen. Selbst kannst du auch deine Gedanken zu dieser Aktie dann hier eingeben und posten. Bei den Aktien kannst du mit Klick auf die drei kleinen Punkte zum einen die Aktie zu deinem Portfolio hinzufügen, wenn du dich also entschieden hast, diese zu kaufen. Du kannst die Aktie aus deiner Watchlist löschen. Und auch hier kommst du auch zu den Wertpapierdetails. Wenn du deine Watchlist mit anderen teilen möchtest, klickst du einfach auf den Button Teilen. Hier erhältst du dann den Link zu deiner Watchlist, den du kopieren kannst. Oder mit einem Klick auf Facebook, Twitter, Telegram oder WhatsApp teilen kannst. Das Teilen ist nur möglich, öffentlich möglich, wenn diese Checkbox hier gesetzt ist. Hat dir das Video gefallen? Lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal. Jeden Sonntag kommt ein neues Video. Bis zum nächsten Mal.